Soldaten, die Zeit ist reif für ein wenig Zärtlichkeit. Irgendwie, irgendwann. Oh, alles klar. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir gemacht hatten, aber wir haben anscheinend endlich den Außenweltsplitter erforscht. Oh shit. Also gut. Leitstelle? Werden diese Koordinaten überwacht? Aufklärungssatellit Delta 2 kommt gerade in Sicht. Jetzt, Sir. Auf dem Monitor. Nichts. Nein. Das ist unmöglich. Ich weiß, dass da was ist. Thermische Sicht. Hallo. Den Untergrund bitte. Na bitte. Kontaktieren Sie alle verfügbaren Boden. Ich bin sehr gespannt, was wir in dem Gebäude wohl finden werden. Sich vorzustellen, was die da machen. Ich glaube, das finden wir noch früh genug heraus. Okay, gefunden. Wie kommen wir rein? Auf die Frage habe ich gewartet. Okay. Die Methoden zur Erschaffung dieser Kristalle. Eine organische Maschine mit komplexen kommunikativen Fähigkeiten. Wir könnten Jahre damit verbringen, das zu untersuchen. Eine Analyse des außerirdischen Splitters hat ergeben, dass er organisch ist. Auch wenn er nicht wirklich lebt, erzeugt er weiterhin eine Resonanz in einem spezifischen Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Alle Versuche, den als Außenweltler bezeichneten Alien kampfunfähig zu machen, führten zum gleichen Ergebnis. Das Ziel entmaterialisierte in einem Sekundenbruchteil. Ohne Erklärung für dieses Phänomen konnte das Forschungsteam über den Außenweltler nur wenig herausfinden. Doch durch die Analyse dieses Splitters sieht die Lage nun anders aus. Um mögliche Interferenzen durch terrestrische Signale weitestmöglich auszuschließen, brachten wir den Splitter in eine von Dr. Shen entwickelte harmonische Dämpfungskammer. Sie reduzierte das Umweltrauschen auf ein Minimum, sodass wir mühelos ein ganz spezielles Signal des Splitters ausmachen konnten, den Ursprung seines Summens. Wir haben zwar eine Reihe unterschiedlicher Theorien, aber Forschung und Technikabteilung stimmen zumindest darin überein, dass der Splitter als eine Art Kommunikationsrelais fungiert. Rein spekulativ haben wir auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass der Außenweltler selbst nur eine Erweiterung des Splitters und seiner Funktionen ist. Dr. Shen glaubt, dass er in absehbarer Zeit ein Gerät entwickeln kann, einen Schlüssel, der den Splitter imitiert, sodass wir die Quelle des Signals orten können. Okay, dieses Gerät ist der Höhepunkt unserer Forschung des Splitters von dem Außenweltler-Alien. Damit sollten unsere Truppen in den Alien-Stützpunkt eindringen können, um herauszufinden, was sie dort verbirgt. Sich dort whatever. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann mir nur vorstellen, was die Aliens in einer Untergrundanlage tun könnten. Ich habe eine Idee, wie wir in die Anlage der Aliens gelangen könnten. Auf Ihren Befehl beginne ich umgehend mit der Herstellung des Schlüssels. Yo, whatever. Keine Zeit. Oh, warte mal, Schiffliste. Shit, wir haben ja noch gar nicht. Firestorm heißt das Teil. Okay, nächsten Monat dann. Commander, wir können mit der Arbeit am Zugang zur Alien-Basis beginnen, sobald Sie den Befehl geben. Eingehende Übertragung. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen.
Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Die Sache ist ja... Wenn ich das Teil herstelle, den Generalschlüssel, ist das das Ende vom Game? Oh, Plasma-Präzisionsgewehr. Schwerer Plasmawerfer. Legierungskanone. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Holy shit, ist das teuer. Munition sparen. Verbesserter Flug, verbesserte Pistole, Tarnsattel. Geformte Rüstung. Die mechanische Cyberrüstung der Invasoren sind durch die Untersuchung der Verbindung zwischen den gepanzerten Ausschalen und bla bla bla. Taktisch überlebensfähig. Alle unsere mechanisierten Streitkräfte. Keine Ahnung. Munition sparen klingt einfach wie eine Sache, die sehr, sehr geil ist. Wird es nicht langweilig werden. Ich sage Ihnen, dass es ein neues Projekt für die Produktion gibt. Irgendwie muss es möglich sein, in diese Basis zu gelangen. Ich frage mich, was Dr. Shen plant. Ja, nee. Wir schicken Madman wie immer. Ich habe ein bisschen Backlash bekommen für die Genmodifikation. Aber Leute, hier geht es um das Überleben der gesamten Menschheit. Und ich wage alles. Alles. Und unsere Männer wagen dafür auch alles auf eine Karte zu setzen. Immerhin haben wir ein paar erfahrene Leute unter uns. Man braucht Mumm, um sich so einem Ding zu stellen. Genau. Er spricht auch von der Genmanipulation. Also bitte, Leute. Habt Vertrauen. Ja, wir schicken wie immer Madman. Was soll ich sonst sagen? Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exor-Zelle zu sprengen in Nigeria. So, die ganzen Exalt-Sachen, die werden wir jetzt einfach verticken. Weil die normalen Sturmgewehre und so ein Scheiß, wenn die sich das wirklich vom Schwarzmarkt holen, dann sollen sie es haben. Ja, sollen sie damit rumlaufen. Verstanden. Zurück zur Basis zur Besprechung.
viel Spaß damit, sage ich dann. Ist auch schön, dass man alles einzeln klicken muss. So, können wir uns dafür noch irgendwas Lustiges leisten? Verbesserte Rippe. Illyrium, Brennstoff, Flammenwerfer, nee. Gegenstände. Ein Firestorm können wir uns. Mehrere sogar. Alright. Das Einspritzen von Melt ins Knochenmark erlaubt unseren Soldaten, sich noch auf dem Schlachtfeld von Verwundungen zu erholen. Okay, die EMP-Kanone. Bei der Entwicklung einer elektromagnetischen Waffe, deren gebündelter Impuls den Abwehrschild der Alienschiffe durchschlagen sollte, mussten wir hauptsächlich einen Weg ersinnen, die empfindlichen elektronischen Schaltkreise unserer eigenen Maschinen abzuschirmen. Die Funktion der Waffe selbst war schon von vielen Streitkräften der Erde im Einsatz getestet worden, sodass wir da nur noch wenig zu entscheiden hatten, etwa die Energieversorgung und die effektive Reichweite. Obwohl die zusätzliche Abschirmung für die Elektronik eine Rekonfiguration der Waffenaufhängung erfordern wird, gehe ich davon aus, dass es für die Technikabteilung kein Problem darstellen wird, den Anbau der Flügelkanone durchzuführen. Wenn unsere Piloten den Impuls auf ein UFO abfeuern können, sollten wir es mit minimalen Schaden an den Artefakten und der Ausrüstung darin abschießen oder zur Landung zwingen können. Alright. Soll ich das Teil kaufen? Vor allen Dingen auch mit dieser Erzengel-Rüstung. Da wurde gesagt, dass das Nonplusultra für unsere Sniper. Aber ich weiß nicht. So, Hauptsache wir haben was, um Leute aus dem Himmel zu pusten. Ja, kannst du haben. Bevor wir da diese Basis stürmen, ich weiß gar nicht, ob das das Ende vom Spiel ist, muss ich mich mal informieren, würde ich nämlich gerne diese ganze Exalt-Scheiße hinter uns bringen. Wir gehen davon aus, dass sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Hier wird erstmal ordentlich aufgerüstet. Ich weiß gar nicht mehr, was waren. Was waren das Bessere, Alter? War die Titanrüstung das Beste? Oder die Skelettrüstung? Titan. Titan, Titan.
Warte mal, die hat auch eine Titanrüstung an, ne? Ja. Okay, ey, besser können wir unsere Leute nicht ausrüsten. Warum bist du so laut, Mama? Strike One, bereit machen zur Landung. Eine neue Exor-Zelle agiert von Nigeria aus. Strike One muss unsere... Wir kennen's. Hingehen, zerstören. Hoffentlich läuft's auch so. Exalt hat einen unserer Männer verjagt, der sich in eine ihrer Funkrelaisstationen gehackt hatte, um neue Informationen zu sammeln. Strike One geht rein und schützt ihn, während er die Daten aus den restlichen Relaisstationen entschlüsselt. Wir müssen den Mann am Leben halten, wenn wir an die übrigen Daten rankommen wollen. Wir haben ein neues Ziel. Den erstmal gesichert. Okay. Feinde gesichtet. Deckt meine Flanke! Unterwegs. Schade, sie kann halt nicht schießen jetzt. Ich meine, doch, ich kann mit der Pistole schießen. Ich hab ein bisschen Bedenken vor einem Schuss mit der Panzerfaust von denen. Kill bestätigt. Versuch mal klug. Das gibt's doch gar nicht. Alles klar, Tony. Ich mach mich auf. Erledigt. Du willst mit den großen Kindern spielen? Kannst du haben.
im Eilmarsch. Und da stelle ich die hin. Auf dem Weg. Müssen ein bisschen die Leute verteilen. Und gucken gleichzeitig. Ich zisch ab. Dass wir so schnell wie möglich unseren Mann zu uns holen. Bin unterwegs. Feinde gesichtet. Sie kommen über die Seite. Sie positionieren sich neu. Justiere Zielvorrichtung. Ich meine, immerhin hat sie geschossen. Ich mach mich auf. Und tschüss. Den habe ich ins Jahr 1970 zurückgeschossen, Alter. Na. Verdammt! Ich mach mich los. Sieht's nicht. Verstanden, Commander. Trefft. Hab sie. In Bewegung. Hab sie. Nein, bitte, treff nix. Ich mach mich auf. Packen wir's an. Bereit zum Angriff. Schon da. So, schön oben drauf. Bin unterwegs. So, alles schön irgendwie offen positionieren. Jawohl, Sir. Gehen erstmal da ran und als nächstes gehen wir dann direkt zu dem Teil hier. Okay. Ich werde mich kurz selber heilen. Rücke aus. Natürlich eine sehr schwierige Position, die ich da mit dem Sniper habe. Das könnte böse ins Auge gehen. Begebe mich auf Position. Genau, daran.
Commander. Unser Agent ist bei einer Funkrelaisstation in Position. Wir müssen aktivieren, um an die Daten zu gelangen. Der Feind schickt zusätzliche Truppen zu Strike Ones Position, Commander. Ich mach mich auf. Verdammt! Bin unterwegs. Schade, ein Crit wäre jetzt geil gewesen. Der Sniper ist zu weit weg. Verstanden, unterwegs. Position bestätigt. Geh in Position. Feldposten, Jungs, hier hinballern. Meine Damen und Herren, ich präsentiere die neue Miss Clicked. Sie ziehen sich zurück, vorrücken! Hat nicht gesessen. Verflucht, Ziel verfehlt. Verstanden, unterwegs. Verstanden. Unterwegs. Drücke aus. Hier in Feuerposition. Daneben. Los geht's. Ja, ist scheiße. Ausgezeichnet. Wir haben Teile der Daten entschlüsselt. Sieht aus, als wäre Exalts Kommunikation durch das Hacken vorübergehend gestört. Jetzt müssen wir noch die übrigen Relaisstationen finden. Aber ich habe ihnen Angst gemacht. Gibt's doch gar nicht. Erstmal da geblieben, mein Freund. Justiere Zielvorrichtung. Er ist raus. Die nächste ist auf der anderen Seite. Bin unterwegs.
gucken, wie wir so schnell wie möglich jetzt nach drüben kommen. Ich meine, die Exalties, die sind ja nun nicht wirklich mehr ein Problem. Ich meine, wenn sie treffen, können sie natürlich super verheerend einen irgendwie killen. Aber... also wir machen mehr Autsch als die. Ich zisch ab. Ist einfach krass, wie weit die rennen können, ne? Okay, den Sniper mache ich einfach nur auf Überwachung. Super offen, super schnell. Also ein bisschen anders als gewohnt von meiner Seite. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Aber ich versuche das jetzt ein bisschen mehr Druck zu machen. Exalt schickt frische Truppen zu Strike Ones Position, Commander. Das habe ich ein bisschen mit Absicht gemacht. Der ist raus. Weil ich den triggern wollte. Weißt du, mir ist es lieber, wenn er auf Team einen Reflex macht, als dass das auf unseren Pistolero. Da wäre es nämlich ganz, ganz schlecht. Nachgeladen. Ich mach mich los. Negativschaden. Nee. Geh in Position. Nee. Hier in Feuerposition. Justiere Zielvorrichtung. Verstanden, Commander. So, verarscht sie mich alle? Nicht gut. Das war's, Commander. Wir haben die letzten Daten entschlüsselt. Jetzt müssen wir nur noch unseren Agenten zum Evakuierungspunkt bringen. Ziele wurden aktualisiert. Hab's gehört! Commander, zusätzliche Feindverbände sind im Anrücken. Leute, wie es hier weitergeht, ob wir überhaupt eine Chance haben und vieles mehr, das seht ihr in der nächsten Folge von XCOM Enemy Within. Und da lasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar, wenn dir das Ganze gefallen hat. Bis dahin, weggetreten.